Also wenn das Spiel Sekiro 3 heißt, dann ne? Dann finde ich es halt scheiße, wenn die Erwartungen erfüllt werden. Wenn es anders heißen würde. Der Schwung war geil. Und das alles ohne Linux. Oh mein Gott, diese Sprüche sind aber so geil. Ja, die fehlen so im dritten bisschen. Das alles ohne Linux, den hatte ich echt vergessen, dass der das sagt. Aber oh, das passt ja auch. Wenn Sacred gibt es ja nicht für Linux. Wow, auf welchem Betriebssystem läuft denn mit der Tempelwache? Auf MS-DOS bestimmt. Das, was man auch am Anfang sieht, wenn man das Spiel das erste Mal startet. Den Start-Screen, der auch so ähnlich ist wie MS-DOS. Darauf basiert bestimmt das Betriebssystem des Tempelwächters, wahrscheinlich. Ich helfe! Ich bin alle schon fast tot. Das ist ja langweilig. Und guter Legionär hier, guck mal. Die Götter! Oh, was ist denn jetzt los? Die Banditen, die das Geld gestohlen haben. Moment, kann ich, das irgendwie... Nee, kann ich nicht. Ich würde gerne die Waffe umplatzieren, weil ich finde das so scheiße, wenn das direkt in der Mitte ist. Das jetzt ja. Alter, was ist denn hier alles für ein Gegner aufkommen? Nehmen wir aber mit, weil wir müssen ja farmen. Ach, und wir können eine neue Fähigkeit auf einen Slot legen. So, kann ich eigentlich auch so Wegpunkte auf die Map machen? Nein, das geht nicht. Immerhin. Weil ich hasse es, wenn man irgendwie Wegpunkte auf Maps machen kann. Weil ich es nämlich immer vergesse, mit welcher Maustaste man die Map dann bewegen kann. Und dann mache ich immer Wegpunkte, anstatt die Map zu bewegen. Gut, Straße weiter folgen. Dann kommen wir in die erste große Stadt. Da, wo wir die Steuerabgaben hinbringen müssen. Alles klar. Davor kommt noch eine Höhle. Da würde ich gerne auch nochmal reingehen. Moment, die Quest gehört doch bestimmt dazu, ne? Geh in den Weinkeller und finde heraus, was dort los ist. Ich mach das einfach mal. Der letzte Tropfen. Aber erstmal, hier, zack. Wir brauchen Geld. Oh, da habe ich was Besseres. Hier, guck mal. Das hier ist besser. 27 bis 33. Du kleiner. Will das fallen lassen. Ja, aber nee. Was ist das? Energiepistole, das ist aber ein... Nee. Fernkampfwaffen brauchen wir nicht. 10, 18, nein, das ist schlechter. Komm, Trank auch weg. Was haben wir hier? Trophäe. Aber Alchemie. Patriade.
Seraphim. 15 bis 22. Da haben wir so ein, da haben wir schon sehr, sehr schnell. Haben wir da eine Batterie, die schon recht gut ist. 15 bis 21. Nee, da haben wir auch was Besseres. Mutieren. Können wir jetzt. So, 7. Energieschildkunde muss ich unbedingt auch hinzufügen. Damit halt. Und Rüstungskunde auch. Energieschildkunde. Dann können wir nämlich auch schon solche Sachen gut nutzen. Das ist übrigens die Regeneration der Balken, falls jemand fragt, der das nicht weiß, die Regenerationsbelastung. Ich glaube, umso höher der Balken ist, umso krasser ist der Cooldown. Weiß ich nicht, ob es umso höher ist oder umso niedriger. Ich glaube, umso höher, dann umso krasser ist der Cooldown der Fähigkeit. Also die da unten. Genau, wir wollen uns jetzt ups. Ich dachte, mit G öffnet man. Boah. Okay, mit G macht man die Heilfähigkeit. Na toll, ich dachte, mit G macht man dann werde ich das wohl damit machen. Shit. Ja, jetzt hätte mal diesen übertrieben hohen Cooldown von dieser Fähigkeit. So, hier haben wir noch. Was haben wir denn hier? Schöpfungsschlag. Schockimpuls. Das ist ein Buff. Die Umgebung beginnt zu glühen. Dies gibt Kälteschutz für Verbündete, während Feinde Feuerschaden erhöht. Das ist ein gar nicht so schlechtes Ding. Auch im normalen Nahkampf werden die Treffer sicherer. Dieser Nahkampfarm kann nicht schießen. Heißt das, achso, heißt das, wenn ich jetzt, achso, heißt das, wenn ich das jetzt hier unten hinlege, dass ich keine Schusswaffe habe? Weil wenn ja, dann ist das schon scheiße. Ja, boah, dann verwandelt sich nicht mehr eine Waffe in irgendwas anderes, das will ich nicht. Aus dem Grund, nämlich weil er nämlich eine Schusswaffe hat, habe ich den ja auch gewählt. Ja, mache ich da gute Hitze rein, warum nicht? So, gehen wir mal in den Keller rein. Bluthitze! Sie alle brennen! Scheiße! Mach Abgang! Triff doch!
Da hinten, da ist erstmal nochmal den Gegner, der hier ist. Und diese Truhe. Na? Skelett. Buch der glorreichen irgendwas. Das war der Weinkeller. Geil. Huch, ich dachte, jetzt ist es abgehauen. So, oh, voll der Twist. Ja, ich danke euch für eure Hilfe. Hier das Gold. Mit Hilfe der Götter habe ich meine Aufgabe verrichtet. Nee. Hier nix Götter. Hier ich. Boah, und dann sogar noch ein richtig geiles... Oh, und unser Cooldown wird, glaube ich, höher. Projektil. Neue Fähigkeit? Was ist das? Trophäe. Alchemie. Brauchen wir nicht. Da, 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 da. Ich sehe jetzt momentan nicht, wo ich bin. Da bin ich. Da ist so ein Reit-Heini. Genau hier. Wie komme ich zu denen hin? Boah, sag es nicht, dass ich irgendwie... Nee, hier komme ich rein. Nee. Wie komme ich da rein? Komme ich jetzt extra nicht dahin? Boah. Aber wenn, dann macht es ja auch nichts, denn wir werden sogar immer auf einen treffen. Nö, da komme ich jetzt nicht hin, aber wir treffen uns oder so noch auf jemanden. Wo wir mal gucken können. Zwei Sachen können wir skillen. Einmal das. Weiß nicht, ob ich das so, ob ich gleichmäßig skille. Ich würde ja glatt schon wieder auf Tina gehen, ne? Da geht auch der Schaden hoch, ne? Machen wir mal. Und... Dann gehe ich nochmal auf Geschick ein wenig, wegen der Fernkampfwaffe. Wo ist eigentlich der... Da ist der orange Pfeil, der wird... Ach, da oben ist er irgendwo, okay. Könnt ihr auch auf den Kompass gucken. Da wird ja auch immer die Richtung angezeigt. Da sind ganz viele Gegner. Na und? Erfahrung ist Erfahrung. Untote haben keine Daseinsberechtigung. Egal was für eine Gegner hat, die sind alle nicht daseinsberechtigt. Wow! Nein! Ja, aber die können sogar... Alter! Die Leertaste hing. Ich glaube, die können mich sogar angreifen und Schaden machen, wenn ich auf der Map bin. Vernichtet. Enemy down.
So, was hat das Inventar denn? Das Inventar sagt, wir haben ganz viel Stuff bereit, was wir verkaufen können. Aber wir haben auch einen Kampfarm. Und explosive Flüssigkeit, Fernkämpfer. Das kann gegen den Hammer ausgetauscht werden? Nö, ganz bestimmt nicht. Vor allen Dingen Fernkämpfer. Kann sie gleich knicken. Und Hinrichtung für den Inquisitor. Nee. Oh, wir haben so viel Geld. Wir haben so viel Geld, das ist unglaublich. Und jetzt ist auch die Aufnahmesession vorbei. Eine Stunde 52. Ah, die Gegner will ich nicht mehr. Nein, 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 nein. Bleibt da, wo ihr seid. Speichern und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir in die Richtung der ersten großen Stadt gehen. Und dann vielleicht, da gucke ich mal wegen Pferde und so weiter. Ja, dann sofort. Ne? Das werde ich dann gucken. Ich mache hier mal kurz Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.